Meine Damen und Herren, liebe KFC-Fans, ich darf Sie euch ganz recht herzlich zur Pressekonferenz anlässlich unseres heutigen Heimspiels gegen die Sport- und Spielvereinigung Velbert hier begrüßen. 2016 Besucher sahen ein 2:2 Unentschieden. Schiedsrichter ist nicht da, aber die Trainer der beiden Mannschaften, die heute in der Rotenburg aufeinander getroffen sind, zu meiner linken Gästetrainer Mörtschau Uni Seemuth, so in etwa. Und zu meiner rechten KFC-Trainer André Pavlak, das ist etwas einfacher. Herr Uni Seemuth, ich darf Sie dann zunächst in Ihrem Kommentar zum heutigen Spiel bitten. Hallo zusammen. Unfassbar starke Mannschaft. KFC Oerdingen, nicht wir. Und ich sag mal, die Qualität ist schon... Ein bisschen lauter. Unfassbar starke Mannschaft. KFC war... Ich würde sagen, dass mit dem Kader und mit der Art und Weise, wie ihr Fußball spielt, gehört ihr nicht in Oberliga, gehört ihr zwischen 5. und 10. Platz in Regionalliga sogar. Darum sage ich, André, ich gratuliere dich nicht, dass du aufgestiegen bist, das mag ich nicht, aber ich wünsche dem Verein, dass er nie mehr in Oberliga zurückkommt. Und das ist ganz wichtig. Ja, über das Spiel, wir fangen gut an, wir schießen das Tor und ab 20. Minute spielen wir keinen Fußball mehr. Und dann wird KFC richtig mächtig stark und bei den Standardsituationen, bei Ecken, dann das ist eine Waffe, was ihr macht. Mit wie viel Wucht und Timing ihr in den Ball reingeht, das ist unfassbar. Kann man fast nicht verteidigen. Und das machen wir schlecht bis Ende des ersten Halbzeit, dann kommen wir in die zweite Halbzeit raus. Dann haben wir nicht so viel Selbstvertrauen und ich sag mal so, ab dem zu wenig Ballbesitz, aber ab der roten Karte, dann fangen wir ein bisschen mutiger zu sein und gleichzeitig habt ihr auch die Torchancen, Latte und Elfmeter und so weiter. Und ich sag mal so, wir haben Gas gegeben in die zweite Halbzeit, wir haben viel investiert, wir haben die Zweikämpfe genommen und am Ende haben wir mit einem Kännchen Glück einen Punkt mitgenommen. Und am Ende fragt keiner, ob das verdient oder unverdient war, weil in dem letzten Spiel haben wir auch 3 Punkte verloren und hat keiner gefragt, ob das verdient oder unverdient war. Ja, gebe ich weiter an. Vielen Dank, Herr Unsingotsch. Ja, André Pavlak, heute 2:2, wie ist dein Kommentar? Ja, erstmal schwer natürlich, vom Ergebnis her sind wir natürlich enttäuscht, wenn man den Spielverlauf sieht, aber ich muss meiner Mannschaft trotzdem sagen, die hat heute ein richtig gutes Spiel gemacht, über 90 Minuten eigentlich. Wenn man denkt, ernsthaft hat Velbert letztendlich zweimal aufs Tor geschossen, aber die waren beide drin und wir hatten mehrfach die Situation, einfach den Deckel drauf zu machen. In der ersten Halbzeit sicherlich nach dem 2:1 der Pfostentreffer von Schwertfeger. Dann in der Unterzahl schon der Kopfballtreffer in den Pfosten von Ranke, dann auch der Elfmeter. Wir haben da unfassbar viele Möglichkeiten, eigentlich das Spiel zu entscheiden und von daher muss man sich an die eigene Nase fassen. Ich kann heute wirklich nichts Negatives eigentlich finden, außer das Ergebnis. Und natürlich die Entscheidung zur roten Karte, die war für mich letztendlich ein Witz. Also da einen Ellenbogenschlag zu sehen, den hat wirklich wahrscheinlich nur einer oder zwei Leute im Stadion gesehen. Ich nicht, es war unmöglich, ich sage ganz klar. Unmöglich, Dörfler bleibt stehen, Noah rennt ihm in die Schulter mit dem Gesicht, das tut weh, keine Frage, auch an sicherlich auch keine schauspielerische Lage da, Einlage von Noah, muss man auch ganz klar sagen, das tat mit Sicherheit weh, aber da eine rote Karte zu ziehen, das war wirklich, habe ich echt noch nicht erlebt und beeinflusst natürlich entscheidend auch vielleicht so ein bisschen das Spiel, halbe Stunde Unterzahl ist brutal, aber trotzdem, wir haben es richtig gut gemacht, wir haben es richtig gut verteidigt, wir haben eigentlich nichts zugelassen, außer die letzte Situation und die war dann leider drin, aber trotzdem, mega. Mit der Leistung nicht zufrieden, mit dem Ergebnis nicht, von daher wirft uns nicht um. Eigentlich ist genauso gelaufen wie der Hinrunde auch, unentschieden gegen Velbert. Von daher, was ist passiert? Also worüber reden wir? Alles ist gut. Wir gehen mit Erholung und Hauptes da raus und fahren natürlich voller Selbstvertrauen nach Schonnebeck. Danke. Ja, hört sich doch erstmal gut an hier. Ja, dann gibt es ja wie immer keine Pressevertreter hier, das ist vorhin schon alles geklärt gewesen, deswegen sind wir etwas später gewesen. Dann darf ich mich für eure Aufmerksamkeit bedanken, würde mich freuen, euch alle hier wieder begrüßen zu dürfen. 9. April gegen Homberg, unseren Gästen aus Velbert. Alles Gute für den weiteren Saisonverlauf und auf nach Schonnebeck. Tschüss! Auf nach Schonnebeck!